Wo bist du denn ausgebrochen? Kaiu, Alter. Tanken. Tanken, ja, dann lass da. So, Leute, was geht ab? Motofluss back am Start mit einem neuen Vlog und so. Ja, ich bin hier mit Max unterwegs. Der Boy, der kann Wheelies anscheinend. Werden wir gleich mal gucken. Wir fahren jetzt erstmal tanken. So, komm. Heute dachte ich mir, dass das gute Wetter muss mal ausgenutzt werden. Da mache ich mal einen Vlog für euch. Kam ja lange nichts mehr. Mit Edit ist gerade auch ein bisschen schwierig. Ja, richtig. Mit Edits ist auch gerade ein bisschen schwierig, weil einfach durch Arbeit und das Wetter ist es halt einfach schwierig, Aufnahmen zu sammeln. Vor allem, wenn jeder irgendwie immer unterschiedlich arbeiten muss und so. Ja, deswegen schwieriger mit Edits. Das kommt dann wahrscheinlich eher Richtung Sommer wieder oder wenn wir mal alle Zeit haben und uns zusammentreffen, dann mal so von einem Tag, Alter, diese Karre, Alter. Dann so von einem Tag ein kleines Edit oder so, keine Ahnung. Ja, okay. Ja, wenn ihr das letzte Edit gesehen habt, wisst ihr, vielleicht kann sein, dass ich jetzt mit Roller zumindest Wheelies kann. Alter! Ich weiß nicht, ob man das auf dem Mikro so hört. Ah! Fröbel! Ob man das jetzt so gehört hat, dass die Karre so am Knallen ist. Keine Ahnung. Alter, das Ding hat ja auch so gebumst, ne? Ich weiß noch, irgendwie die erste Zeit oder so ist der mal damit zu mir gekommen. Ist der mal damit zu mir gekommen, da war das eigentlich in einem guten Zustand. Das, ne, das Roller. War der Roller eigentlich in einem echt guten Zustand. 1,66, Alter. Ja, okay. Kurz ein bisschen präsenten, Junge. Oh, die Booster, die geht auch so easy hoch, ne? Ja, wir fahren ja auf jeden Fall jetzt zum P2. Und dann zeigt uns mal Max so, was er kann. Anscheinend kann das nur aus dem Stehen, was ist auch ein Viertaktroller. Okay. Oh. Ich hoffe, mein Red Bull explodiert nicht. Das ist immer einfach. Oh Mann, Alter. Das kann ja ein Game hier. Ja, dann zeigt uns mal, was er so kann. Dann, ne, so, keine Ahnung, so ein bisschen Bullshit-Vlog. Ja, warte. Ja, ich fahre ja auch mit 50 Kubik rum, ne? Also halt Real Talk, ne? Ist jetzt nicht so Bullengelaber von wegen, ich fahre legal, es sind wirklich 50 Kubik, das ist der Originalzylinder. Einfach besser Zylinder, den kriegst du nicht klein. Sind das da hinter uns Bullen? Hey. Alles Duty! Ne, den kriegst du nicht klein und der läuft wirklich gut. Genau. Max, Alter. Was knallt der denn so? Ach, mit Schlüssel. Ja, hier.
Boah, jetzt fahr bloß nicht rechts, Alter. Jetzt muss ich den überholen mit seiner Schüssel hier. Ja, ja, ansonsten, der ist einfach nur saugut abgestimmt. 12er Vergaser oder so ist das. Und eine, boah, was ist das, eine 80er Düse oder so, irgendwie sowas. 80 oder 75. Und der läuft wirklich, der läuft so krank gut. Also ich krieg den auch noch mit 50 hoch. Kann man jetzt hier mal zeigen, ne? Jetzt sind wir bei 50. So. Jetzt bitte kein Vorführeffekt. Auf ganz entspannt, Jungs, auf ganz entspannt. Hier um die Insel rum. Ah! Also wirklich auf ganz entspannt. Mit 50 geht der noch einfacher hochgefühlt wie mit 30 oder mit 20. Genau, so an Vlog-Themen habe ich, glaube ich, das letzte Mal aufgehört zu reden gefühlt. Von wegen Containerbrand oder so. Ob ihr da die ganze Story so mal hören wollt. Oder... Ja, meiner schon! Kauft den Viertakter, haben sie gesagt. Macht Spaß, haben sie gesagt. Bei mir ist das Vollgas. Ja. Genau, nochmal zurück zum Thema, ob ihr Containerbrand die ganze Story hören wollt oder ob ich einen Wheelie-Tutorial, weil ich kann Wheelies seit, boah, keine Ahnung, 5 Monaten oder so, also knapp ein halbes Jahr, irgendwie sowas. Oder 4 Monate, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und ob ihr dann da einen Wheelie-Tutorial von mir haben wollt, weil ich ja noch gerade so... Am nächsten dran bin von wegen Wheelies lernen, so. Damit versteht ihr, was ich meine? Versteht ihr, was ich meine? Bitte, sagt's mir. Ja. Genau, oder irgendwelche anderen Themen, die euch interessieren. Ich weiß es nicht. Sagt mir was. Sagt mir einfach was und ich gucke, ob ich da mal drüber reden will, ob ich darüber Bock habe zu reden. Wenn es jetzt natürlich irgend so eine Politik-Scheiße ist oder so, habe ich da gar keinen Turn drauf. Nee, da habe ich wirklich... Nee. Politik oder sowas muss nicht. Ah, das sage ich doch. Dem 30 ging er jetzt nicht so gut hoch. Was war das denn? Ja, ich muss mir mal auf jeden Fall neue Bremsbeläge für die Booster hier holen, weil ich kann nicht schleifen mit dem Ding. Die Bremse ist so beschissen. Also für Hintern... Für hinteren Kipppunkt ist die Bremse so beschissen. Das ist wirklich nicht mehr feierlich. Jetzt gucken wir mal, was der Max macht. Das sah doch schon mal nicht schlecht aus. Komm, Bull! Heb den mal auf, bevor irgendwie das Öl in den Zylinder läuft oder so. Welches Öl? Ach komm. So, guck mal, hier aus dem Stegreif. Ja, mein Roller zieht irgendwie nach links. Ja, ich sag ja, da ist noch Öl drin. Danke, Svenio. Ja, ich sag ja. Der qualmt richtig. Ja. Oh Mann, Alter. Ich schwöre, mein Kollege ist ein bisschen Otto geworden. Ah, geil. Yay. Hintere Bremse komplett durchgebollert. Blockiert keinen Meter, ne? Alter. Einfach Nebelmaschine. Ja.
Ja, das ist in den Zylinder gelaufen. Das ist ein Viertakter, Junge. Juckt das? Nein, es verbrennt jetzt halt. Musst du später nachkippen. Warte mal, sehe ich das richtig? Ey! Ey! Benutzt du deine Hinterradbremse wie eine Kupplung? Ich muss vorher Gas geben. Ja, aber du blockierst, sodass der nicht direkt losfährt. Ja, aber sonst hat er keine Leistung, guck mal. Und dann blockierst du und lässt die Bremse dann los und ziehst dran. Ja, moin. So, also, falls ihr dann noch ein Wheelie-Tutorial wollt, How to Wheel 4-Takt Müllhaufen, meldet euch. Ja, komm, mach mal. Hä? Mach mal einen. Schleifer oder Catwalk? Was? Catwalk oder Schleifer? Egal. Geil. Geil. Ey, der Junge gibt einfach Fick auf alles, ne? Ich hoffe, man sieht das. Alter, sein ganzer Block ist auch voller Öl, ne? Und dann komme ich hier mit dem Zweitakter an. Einfach sexy. Wuhu! Muss noch immer gucken wegen dem Polizei. Die sehen das nicht so gerne auf dem Hinterrad fahren. Schau, wie es da über den Hubbel. Nö. Oh mein Gott. Junge, dieses Heck schleift aber auch durchgehend, ne? Und es riecht ja auch echt nicht mehr gesund. Junge, das riecht so gar nicht gesund. Mit zwei Bike Life 3, Alter. Ja, zwei Bike Life 3. Pass auf, Stefan, Alter, Konkurrenz hier. Siehst du die krasse Konkurrenz? Siehst du? Ja, Feuerzeug. Ja. Was will der jetzt machen? Will er seinen Roller anzünden oder was? Was willst du machen? Rauchen? Ah, locker. Ah, nee, da fahre ich nicht durch. Gut, ich würde sagen, das war es dann erstmal hier von dem kleinen Vlog, ne? Ich weiß zwar nicht, wie lang der jetzt geht oder so. Genau. Deswegen lasst Max ein Abo da auf Instagram. Ich blende seinen Account hier jetzt ein. Und an dieser Stelle würde ich sagen, tschüss.